Was geht, Freunde, aus mit? Wir switchen rüber und let's rock. Wenn man in Malle ein hübsches Girl sieht. Oh, Memo, schau die Spanier nicht. Alter, die muss es selber ansprechen. Sprich die an. Oh, ja, Mann, okay, ich mach's. Hello, what's up? Hey, I'm just looking around here. You're a very beautiful girl. Bro, du machst es sehr gut, die können wir easy klären. Glaubst du wirklich? Schau dich doch mal zwei, an, die können wir easy mitnehmen. Frag mal noch, ob sie vielleicht... Also, ich würde es ja noch nachvollziehen, zwei Frauen, ja, aber eine Frau und zwei Männer? Da stehen wohl nur Frauen drauf. Freundin oder so? Und dann nehmen sie mit ins Haus und... Ja, Mann, let's go! Okay. Are you here with a friend? Ich spreche übrigens auch Deutsch. Woher sollen die das bitte wissen? Ah, ich sehe nichts jetzt. Freundin, ich glaube es... Du hast so Glück, dass du schon schläfst. Morgen kannst du was erleben. Gab's sowas Ähnliches nicht mal beim Aufwachen? Ich bin so am Arsch. Aha. Hi Levin, ich würde dir gerne meinen neuen Freund vorstellen. Kein Interesse, danke. Hi Großer, was geht? Oder sollte ich lieber sagen Super Smasher 103? Was? Den Namen habe ich seit 5 Jahren nicht mehr benutzt. Ja, genau. Weißt du nicht mehr? Das große Turnier. Ich glaub, du gegen mich. Schon, ne? Du hast mich vor allen hochgenommen. Und ja. Ich habe dir gesagt... Ich würde einfach sagen, selber schuld, wenn man schlechter ist. Ich hätte auch verloren. Ich werde deine Mutter ficken. Nein. Ich gehe dann mal an die Arbeit, du Pisser. Dieser eine Freund, wo die Mutter denkt, dass er ein guter Einfluss ist. Hi Mama, Franz ist da. Hallo Frau Ray. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Kein Problem, Franz. Du bist immer willkommen. Das freut mich. Viele Grüße auch von meiner Mama. Oh, vielen Dank und Grüße zurück. Lass jetzt mal in mein Zimmer gehen. Schöner Mantel übrigens. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Yeah, boy. Levin, ich und Papa sind ein bisschen weg. Bleibt anständig. Viel Spaß wünsche ich euch. Schönen Abend. Okay, Mom. Ciao. Schau mal, was ich noch hab! Alter Schwede! Mal ehrlich, als ob die Eltern das nicht merken würden, wenn die das alles kippen. Wenn deine Mutter dein Zimmer aufräumt. Ach, das auch ist nicht da. Gut. Ich hab heute das dein ist Zimmer nicht. Dann findest du nichts wieder. Aufgeräumt. Was? Das ist alles nein. Weg. Hoffentlich hat sie es nicht gefunden. Jedenfalls hab Oder die findet Sachen, die sie nicht finden soll. Hab ich da ein paar Sachen gefunden, worüber ich gern mit dir reden wollte. Okay. Als erstes mal diese teure Brotdose, wo ich dich 5-mal gefragt habe, ob du die hast. Oh. Ja, hab ich vergessen. Dann lagen hinter deinem Bett richtig viele Tücher und diese harte Socke. Das ist und die fässt so noch an, man kennt es. Das ist noch von der Erkältung. Und jetzt das Schlimmste. Ich nehm dann auch immer meine Socken. Diese 4 hier in Englisch. Hab ich vergessen, wollte ich dir noch zeigen. Wenn sowas nochmal passiert, gibt's Hausarrest. Ich will alles sehen. Na gut, mit alles kann man jetzt wirklich alles meinen und das ist nicht so gut. Glück gehabt, Mann. Ah ja, die Zigaretten und die Kondome habe ich mir übrigens mal ausgeliehen. Was? Solange es nur ausgeliehen ist, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Und die kriegt's ja wieder. Es reicht jetzt, ich will nichts mehr hören. Ab in dein Zimmer. Warum? So eine blöde Kuh. Ach so. Kennt man. Beste Ausraster der Welt. Was machst du denn da? Bist du jetzt komplett durchgedreht? Ich pack meine Sachen und zieh aus. Ich brauche euch nicht mehr. Da bin ich ja mal gespannt. Du weißt ja nicht mal, wie man die Spülmaschine ausräumt. Ich weiß mehr, als du denkst. Ein Tag, dann bist du eh wieder da. Ich habe noch ein Abschiedsgeschenk. Gab's da nicht bei South Park auch eine Folge, wo Cartman abhauen will, weil seine Mutter versuchen möchte, zu ihm zu erziehen mit einer Nanny, mit den Hundeflüsterer, der es dann teilweise hinkriegt? Und da will Cartman auch abhauen und hat nur, glaube ich, 4 Stunden durchgehalten? Für dich. Hey Mama, kann ich heute was mit Max machen? Soll ich ja sagen? Sieht es aus wie ein Ja? Nein, nein! Oh, okay, nein. Lauter! Okay, ja. Nein, du bleibst heute zu Hause! Oh Mann. Vor allem, das Zuhalten klappt ja eigentlich überhaupt gar nicht. Max, tut mir echt leid, aber meine Mutter... Es ist halt nur so ein Filmwitz. Mama hat gesagt, du hattest heute eine Schlägerei in der Schule. Ja, aber ich... Nichts aber, du hast PC-Verbot. Sowas macht man nicht. Warum hast du ihn geschlagen? Er hat ohne Grund Mama beleidigt. Gut so, hast du gewonnen? Ja, normal, ich habe ihm so gegeben, wie du es mir gezeigt hast. Mein Junge. Wenn man nachts heimlich... Bester Vater der Welt. Ich zockt. Oh mein Gott, ja.
Der arme Controller, Alter. Hast du schon wieder gezockt? Ich habe das aber auch mal gemacht, nachts heimlich gezockt und jedes Mal zur Tür geguckt und gehofft, meine Mutter kommt nicht rein. Aber irgendwann kam die Zeit, wo meine Mutter gesagt hat, mach was du willst, Hauptsache du bist früh, wenn es zur Schule geht, wach. Oh, er schläft schon. Auf. Dann geh ich mal wieder. Selber. Die ist so dumm. Nimm das! Wenn man in der Schule einen Ständer hat. Wer möchte vorkommen und die Hausaufgaben anschreiben? Levin! Ich? Nee, Kevin. Natürlich du. Auf geht's. Hast du die Hausaufgaben? Das ist auch immer so ein Ding, wenn du jemanden was fragst, direkt anguckst und noch seinen Namen sagst, wie zum Beispiel, ey Martin, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Und er so, meinst du mich? Und da denke ich, hä? Ist hier noch jemand, Martin? Hab nicht. Doch, aber ich... Los jetzt, geh vor! Scheint an der Wand. Was machst du da? Alles klar bei dir? Ich, keine Angst, sieht man sowieso quasi nichts. Dieser eine Freund, der nicht merkt, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Alter, es ist schon 20 Uhr. Was? Echt jetzt? Die Zeit vergeht schnell, ich bin ja schon seit 14 Uhr da. Oh, ich bin so müde. Was willst du noch machen? Ich schau fern. Kann ich kurz aufs Klo gehen? Ist geschlossen. Wie jetzt? Es ist 20.30 Uhr und es schließt um 20 Uhr. Geh doch einfach zu Hause aufs Klo. Die Privattoilette, die schließt, ja. Ich halte es, egal. Kann ich auch Cola haben? Es gibt keine mehr. Da ist doch noch was, ich seh's. Bro. Viel Spaß beim Aufwischen. Ich geh weiter fernschauen. Geh doch einfach nach Hause! Ist aber so, man will auch nicht so unfreundlich sein und den rausschmeißen, oder? Kennt man. Levin, put your phone away! Mein Haus ist abgebrannt und meine Familie ist im Krankenhaus! I can't understand! Ups. You. Ist das gerade Ihr Ernst? In English, please! Fuck you! Dieser eine Freund, der quasi bei dir wohnt. Schön, dass wir heute mal wieder als Familie... Ist der da gerade einfach so eine Nudelplatte? Heißen die so? Ja. Essen. Irgendwas bin ich auch. Ja. Oh, okay, es ist wirklich eine. Bro, was machst du hier? Wo ist mein Essen? Dieser eine Freund, der gefühlt bei dir wohnt. Ey, Bro, ich hab mies Hunger. Kann ich vielleicht auch was essen? Ja, klar. Du weißt doch, wo die Küche ist. Fühl dich einfach wie zu Hause. Okay, oh, Bro. Alter, der braucht ziemlich lange. Ich schau mal, wo er ist. Er soll sich wie zu Hause fühlen. Bro? Bruder, was machst du da? Ey, Bro, hast du... Im wahrsten Sinne des Wortes. Noch mal was von den Chips? Nein, da liegen doch noch 20 andere. Und hast du da gerade meinen Pulli an? Nein. Jeder Junge kennt diesen Moment nach dem Klo. Leicht zweideutig. Ey, Mann, was soll das? Was ging denn da jetzt ab? Okay, nein, das kenne ich nicht. Oh mein Gott. Hallo. Ach du Scheiße. Einmal nach Hause bitte. Ja, da gehörst du jetzt auch hin. Ich bin ein bisschen betrunken. Merkt man gar nicht. Und Raucher bist du jetzt auch noch. Aber nicht meiner Mama sagen. Was habe ich bloß falsch gemacht? Danke, Papa, dass du mich abholst. Du bist viel cooler als Mama. Levin, ich bin's Mama. Dafür, dass du mich abgeholt hast, werde ich Mama auch nicht sagen, dass du sie mit Tanja betrogen hast. Ah! Jedes Mal, wenn man in der Schule groß muss. Kennen wir auch. Okay, jetzt ist keiner da. Jetzt kann ich schnell aufs Klo. Junge, Unterricht ist so langweilig. Ja, wen sagst du das? Ey Mann, warum stinkt's hier so? Alter, da ist jemand scheißen. Digga, ist ja ekelhaft. Wer macht sowas? Er hat weiße Airpods. Das ist der eine aus der Paraklasse. Junge, wie eklig ist der? Was ein Schwein. Lass den anderen erzählen. Ja, weg hier. Es ist so sinnlos. Wenn man eine heiße Stiefschwester bekommt. Levin, würdest du jetzt mal bitte die Tochter von meinem neuen Freund begrüßen? Mama, ich hab dir gesagt, dass ich mit der nichts zu tun haben will. Aber warum denn? Weil sie nicht meine richtige Schwester ist. Sie sitzt übrigens da drüben. Darf er die eigentlich heiraten, wenn die Eltern dann auch heiraten? Ah, wer ist eigentlich gerade durchgelaufen?
Was? Du bist... Hi, ich bin Selina. Freut mich, dich kennenzulernen. Das hat sich gerade aber nicht so angehört. Das war nur Spaß. Okay, ich gehe kurz noch die Wäsche machen. Scheiße, Mann, sie ist so heiß. Ich fühle mich wie im Porno. Oh. Chill jetzt, Porno ist voll unrealistisch. Hilfe, ich steck fest. Ich komme. Das ist jetzt... Oh, das hört sich leicht anders an. Was denn in der Waschmaschine? Wenn du das Mädchen anfasst. Beruhig dich, bleib ganz entspannt. Mach ich doch. Alles gut. Irgendwie wird mir gerade ganz heiß. Soll ich anfangen? Nein, mach weiter. Ich kollabiert aufs Klo. Wenn man als Kind das erste Mal einen Ständer bekommt. Shelly Bollywood, sie hat... Was denn, von den Trickfilmen? Was ist jetzt los? Mama, was passiert hier? Was ist denn los, mein Kleiner? Ich kann nicht riechen, was du von mir willst. Schau hier! Oh, bei dir geht es aber früh los. Du bist doch erst 7. Und was ist... Das habe ich bei Jeanshosen immer gehasst in der Schule, weil manchmal vorne so eine Beule ist und dann denken alle, du hast voll die Latte. Das jetzt? Jetzt bist du ein richtiger Mann. Cool, darf ich dann auch bei euch abends, ja, gib's mir spielen? Bitte was? Wenn man früher Schulschluss hat. Hallo Mama, ich bin wieder da. Oh, hi, Herr Levin. Was machst du denn schon hier? Wir hatten heute früher Schluss. Herr Keck meinte, dass er noch einen wichtigen Termin hat. Oh, ja, das kennen wir doch auch, ne? Willst du nicht vielleicht ein bisschen Playsy zocken gehen? Was? Wirklich jetzt? Nein. Du hast mir doch noch nie erlaubt, nach der Schule direkt zu spielen. Heute ist eine Ausnahme, weil du so ein lieber Junge bist. Zieh aber deine Kopfhörer auf, okay? Ja, mach ich. Puh, das war knapp. Ein wichtiger Termin also? Wichtig ja, und richtig. Wollte ich gerade sagen, es ist ja theoretisch wichtig. Mama? Ab ins Bett, es ist 23 Uhr. Ich muss dir was sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir frühstücken morgen in der Schule und ich muss da ein paar Sachen mitbringen. Dir ist schon bewusst, dass es Sonntag und gleich Mitternacht ist. Was brauchst du überhaupt? 20 Croissants, 15 Liter Milch und du sollst noch einen Kuchen backen. Was? Und seit wann weißt du das? Erst seit einem Monat. Oh. Ich besorg dir das morgen früh. Danke, Mama. Und nächstes Mal sagst du früher Bescheid. Ich bin wieder da. Hast du meine Kinderpinguine mitgebracht? Oh, die habe ich jetzt vergessen. Ach Mann, ich habe mich so gefreut. Ja, egal. Hi Mama. Die Milch, die ich brauche zum Kochen, gib die her. Welche Milch? Wie jetzt? Hast du die vergessen? Ich hab's dir extra gesagt. Guck jetzt, dass du die holen gehst, aber Dalli. Ja, ich gehe ja schon. Wer kennt diese Situation nicht? Also ich kenn's wirklich. Nix gehen, rennen. Mama hat gesagt, dass manchmal heimlich ein Mädchen zu dir kommt. Warte, Papa, ich kann... Das so heimlich ist es ja nicht mehr, wenn sie davon wissen. Erklären! Du brauchst nichts erklären! Warum sagst du mir nicht Bescheid? Dann würde ich euch doch helfen. Was? Meinst du das ernst? Ja, normal. Was denkst du, wie ich das früher gemacht habe? Wir müssen zusammenarbeiten. Oh, Papa, du bist der Beste. Er hat ja recht. Mach schön deine Hausaufgaben, sonst wird Mama wirklich böse. Gesundheit! Sehr gut. Also, das ist ja. So ein Ding also. Gut, dass du es verstanden hast. Jetzt bleibst du erstmal eine Stunde in deinem Zimmer und lernst. Bester Vater ever. Viel Spaß euch. Das ist mein Junge. Setz dich dahin, ich werde jetzt deinen Vater anrufen. Ja, machen Sie doch. Hier können Sie auch von meinem Handy. Schluss jetzt mit deinen dummen Kommentaren. Rektorin, die mit einer Strickjacke in der Schule ist. Man kennt es. Ja, hallo? Hallo, hier ist Frau Jarak von der Goethe-Gesamtschule. Oh, womit habe ich die Ehre? Ihr Sohn verhält sich hier unter aller Sau. Wer bist du, dass du so über meinen Sohn sprichst? Ich bin die Rektorin und ihr Sohn geht ohne meine Erlaubnis aufs Klo. Ja, soll er etwa in die Hosen machen oder was? Nein, aber in 10 Minuten wäre Pause gewesen. Boah, na da. Gut, dann sage ich ihm, er soll nächstes Mal in die Ecke machen.
bester Vater. Aber merkt man ja, wo das Verhalten ihres Sohnes herkommt. Scheiße, ja, rufen Sie hier nie wieder an, bitte. Wenn dein kleiner Bruder... bester Vater. ...nur mit einem blauen Auge nach Hause kommt. Hä, du kleiner Pisser, wie war die Schule? Gut. Warum schaust du die ganze Zeit auf den Boden? Schau mich doch an, wenn ich mit dir rede. Okay. Was ist passiert? Nichts. Ich bin hingefallen. Du brauchst mich nicht verarschen. Ich sag's auch nicht Mama. Was ist los? Die vier großen Jungs aus der Schule ärgern mich immer wegen meinen großen Zähnen. Und heute hat mich einer geschlagen, weil ich... Das sind wirklich riesen Krokodilzähne, Alter. ...zurückgeschubst hab. Diese feigen Schweine. Vier gegen einen. Komm, lass in die Schule. Die knüpfe ich mir vor. Was? Wirklich jetzt? Ja, danach werden die dich in Ruhe lassen. Das kannst du mir glauben. Los. Jetzt wäre es geil gewesen, wenn beide mit zwei blauen Ohren zurückgekommen wären. Ja, hallo? Jo, ich bin Stanley. Ich soll ein paar Sachen abholen. Sorry, ich kenne keinen Stanley. Hä? Das ist aber... Schatz, wer ja, war das? Genau, so läuft's aber. Wenn man nicht kennt, Tür wieder zu. Ein Stanley, der meinte, dass er was abholt. Am besten ist eigentlich gar nicht aufmachen. Ich habe als Kind immer erst aus dem Fenster geguckt, außer eine Gegensprechanlage, dann natürlich damit. Aber dann wollte ich trotzdem immer noch aus dem Fenster gucken, um zu gucken, wer wirklich da ist. Oh shit, ja, eine Sprechanlage kann ja jeder sagen. Vergessen, das ist mein Ex. Hier, gib ihm das. Aber sag ihm nicht, dass ich da bin. Ey, yo, sorry. Hier deine Sachen. Danke, Mann, Alter. Sieht ja überfresh aus bei euch. Nice Einrichtung, Alter. Danke, Mann. Ich feier deinen Style. Ich habe die Hoodies sogar manchmal selber getragen. Ja, chillig, Mann. Die sind auch echt cool. Bro. Nice, Mann, du riechst richtig gut. Das ist wohl ein Million, oder? Ja, normal. Du bist echt korrekt, Bro. Hast du Bock, was zu trinken? Ja, klar, ja. Und die Mutter versteckt Schatz, sich jetzt, oder? Alles gut? Ist er weg? Ach so, nee, ich dachte... Das ist ja nicht die Mutter, das ist ja der... Oh mein Gott, jetzt läuft's richtig aus, Ruder. Einmal die hier, bitte. Heute geht's ab, oder wie? Ja, normal. Ich gehe heute das erste Mal zu meiner Freundin nach Hause. Und dann nur eine Achterpackung? Du hast recht, ich nehme doch die große Packung, weil die Mutter ist auch richtig geil. Vielleicht... Naja, gut. Kann ich die auch noch wegknallen. So muss, viel Spaß wünsche ich dir. Was? Du hier? Scheiße. Schau, dass du abhaust, aber sofort. Oh ja, und der Verkäufer hat ihm noch die große Packung und dann die Mutter, oh mein Gott. Okay, das war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.